Bleiben wir in Bewegung. So. Wollen wir da hinten nochmal kurz gucken? Oh, halt. Die wollen reden. Wir reden. Ah, Kel. Ich hatte gehofft, wir könnten etwas besprechen. Es gibt eine Stätte, eine ziemlich alte sogar, im Norden der Wüste. In meinen frühen Tagen auf Jeddah war ich dort, bevor die Präsenz des Imperiums anstieg. Was für eine Stätte? Eine, die von Verehrern der Machtnutzer gebaut wurde. Wir wissen nur wenig über sie, aber ich fand die Erfahrung recht faszinierend. Vielleicht geht dir das auch so. Wir werden es uns ansehen. Ja, machen wir sicherlich. Komm auf die Seite. Diese Gerüchte-Dinger finde ich ganz cool, ne? Mit versteckten Orten quasi. Hat euch gefunden, als er andere Jedi-Überlebende suchte. Ja, kaum zu glauben, dass uns das 21. Schicksal nach so langer Zeit 21. wieder zusammengeführt hat. Nächste Woche Dienstag dieses Glück brauchen können, kommt Hellblade 2, Mann. Ich weiß. Glück ich habe schon Schicksal. Vorinstalliert. Ich freue mich, dass mein Meister lebt müssen und wir durchziehen. Ist. Ja. Und wild entschlossen, ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass an dem Dienstag die Therapie ausfällt. Und dann können wir direkt am Dienstag nämlich schon loslegen damit. Ansonsten werden wir wohl Mittwoch eine Sonderschicht einbauen müssen. Zum Glück musstest du nicht durch den Sturm fliegen. Wie fühlt sich's an, wieder die Mantis zu steuern? Als würde ich nach Hause kommen. Warum dann das lange Gesicht? Ich war zu lange weg. Ich spüre meine Piloteninstinkte kaum noch. Ich weiß, wie hart es ist, Dinge wieder zu lernen, die man beiseite gelegt hat. Das ist es wohl, was? Trotzdem bereue ich es, dass ich die Mantis je hinter mir gelassen habe. Ich denke ständig, ich mache gleich einen Fehler. Du bist gegangen, als du musstest. Das kommt ganz schnell wieder alles zurück. Okay, okay. Du bist ein guter Freund, Kerl. Jetzt ist der Ton verzögert. Liegt vielleicht an den also, wohin gehen tollen wir Einstellungen. Zurück nach Kobo oder auf seinen Mond? Mond. Fangen wir mit dem Labor auf dem Mond an. Alles klar. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns durch den Abyss bringt. Abyss. War auch ein cooler Film. Du bringst mich zurück. Auf geht's. Ja, muss schon ein bisschen nachladen, ne? Da merkt man den Unterschied schon, wenn man, ja, aber dies? Muss ich jetzt wieder zumachen, da? Da merkt man den Unterschied schon. Wenn man die ganze Grafik reinballert. Da hat die Festplatte was zu tun. Hey, Kerl. Warte. Den hier habe ich schon seit ich selbstständig bin. Er hat mir aus üblen Situationen geholfen und vielleicht schafft er das auch für dich. Du bist Maren, richtig? Ich kann dir auch einen besorgen, wenn du willst. Also wenn du... Nicht nötig, Boat. Verstehe. Du hast alles klar. Blaster hat mein Meister stets missbilligt. Hast du nicht gesagt, dass einen nicht die Waffe zum Jedi macht? Wir allein gegen die Galaxis, Kerl. Gegen das Imperium müssen wir einfach jeden Vorteil nutzen. Danke, Boat. Okay, dann können wir jetzt auch schießen. Zeig uns, was du drauf hast. Blaster-Kampfstil erhalten. Kel kann jetzt im Kampf den Blaster-Kampfstil einsetzen. Der Blaster-Kampfstil gewährt Fernangriffe und verbesserbare Blaster-Bolzen. Die mögen wohl das Wort Blaster. Ein echter Sturmtruppler steht nicht. Drücke Y, um deinen Pistol abzufeuern, wenn der Blaster-Kampfstil ausgewählt ist. Nicht schlecht, Jedi. Man kann auch aufladen, ne? Jawohl, weiter, weiter. Nein. Boom. Ich arbeite nicht für Seer. Regeneriere Munition, indem du Gegner im Blasterkampfstil mit deinem Schwert triffst. Ah. Konzentrier dich und drück dich.
war noch Ding. Ah, ne. Ja, aufladen haben wir den schon gemacht. Okay. Gut. Ich denke, jetzt kannst du es, Kerl. Ja, sicher. Ein Schwert, Doppelklinge. Ich hätte gern zwei Schwerter, warum kann ich das nicht? Hallo? Hallo? Lass es doch einfach so, wie es ist. Ah. So. Was geht? Das ist eine kluge Operation, die sich Sia ausgedacht hat. Warum sagst du das? So viel Fels? Eine natürliche Abschirmung gegen Sensoren. Und sollte jemand daran vorbeikommen, haben die Anachoreten jede Menge Holobücher als Wurfgeschosse. Jetzt weißt du, wie Sia dem Imperium so lange entkommen konnte. Sie sorgt selbst für ihr Glück. Sie hält einen großen Teil ihrer Macht zurück, um ein größeres Ziel zu erreichen. Ja, in ihr schlummert definitiv mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Das habt ihr gemeinsam. Da will doch was von mir, oder? Es ist schön, dich wiederzusehen, Maren. Dich auch, Kerl. Viel Glück. Vielleicht bin ich noch hier, wenn du zurückkommst. Hoffentlich. Klingt irgendwie vorwurfsvoll, ne? Vielleicht bin ich noch hier, wenn du zurückkommst. Vielleicht bin ich aber auch mit Bode irgendwo auf dem Boden. So, ich will jetzt mal eben gucken. Ob wir schon andere Visuren gesammelt haben. Ja. So. Achso, ne, das mache ich ja gar nicht hier. Hm. Gut, das Schwert, das interessiert mich gar nicht so, muss ich gestehen. Das war hier, ne? Anpassung. So. Kann ich nicht? Warte mal. Ah doch, hier kann ich ihn drehen. Okay. Machen wir so. Also. Bürstenschnitt. Ach du lieber Gott. Und das ist Serie. Ja, da bleiben wir mal beim Bürstenschnitt. So, Bärtchen. Haben wir endlich einen Goatee. Nein. Dann nehmen wir den Vollbart. Gut. Das wollte ich nur mal eben wissen. Okay. Dann auf zum Mond. Oder zu einem Mond. Oder? Stand bereit. Zerstörter Mond. So, Hauptziel, Nachforschungen, bla und Gerücht. Hauptzielnachforschungen, Tanalor. Ja, wir gehen aber zum zerstörten Mond, würde ich sagen. Fangen wir klein an und dann gehen wir auf den Planeten. Vielleicht sind diese Anachoreten doch nicht so übel. Hast du sie nicht Spinner genannt? Das war bevor Sia mir gesagt hat, dass sie Flüchtlinge vor dem Imperium verstecken. Wirklich? Ja, zusammen mit einer Gruppe namens Versteckter Pfad. Streng geheim, muss also in der Familie bleiben. Verstanden. Anscheinend hast du eine gute Crew, hattest. Du weißt, was ich meine. Wirklich? Cordova denkt, wir finden raus, wie wir durch den Abyss kommen, indem wir Dagens alte Schlupfwinkel finden? Das stimmt. Weißt du irgendwas über dieses Labor auf dem Mond, Grease? Bin ich etwa ein Fremdenführer? Ich bin ein vielbeschäftigter Latero. Keine Zeit für kaputte Monde. Erst Jeddah und jetzt das. Monde bringen nichts als Ärger. Jeddah ist ein Mond. Jeddah-Käse. Keine Ahnung. Lecker. Jeddah-Cheese. Entsetzen? Wir sind da. Okay. Wozu dann noch setzen? Aber egal. Wow. Sah cool aus.
gut? Ist jetzt ja, irgendwie doof. Du? Tja, ein wenig unruhig, aber wir schaffen das. Was du nicht sagst, wir haben einen Optimisten. Hey, oh, du, mir herrlich. Und lass es einfach. Ich bekomme wieder Bauchschmerzen. Vielleicht ist mein Essen schuld. Was war das? Wir sind fast beautiful. Da. Das heißt, der Mond soll verflucht sein. Also der Mond ist keine Plasmascheibe. So viel ist sicher. Okay. Hoppala. Gehen wir mal kicken. Mhm. Interessant. So, erzähl. Hätten Sie dieses Labor nicht an einem sonnigeren Ort bauen können? Was da ist doch Sonne. Sagst, aber falls wir hier was finden, was uns bei der Navigation durch den Kobo-Abyss hilft, umso besser. Laut Grease ist der Abyss ein Schiffsfriedhof. Und wir sind jetzt auf einem Mondfriedhof. Ganz schön viele Friedhöfe. Ganz schön viele Friedhöfe. Und wer steht da hinten? Gehen hier mal rum rum. Ah, siehst du? Ich wette, sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Bestimmt. So, wer bist du? Starfield, Mann. Diese Station ist geschlossen. Warum? Sie sind hier. Wer? Wir wurden angegriffen. Evakuierungsprotokolle laufen. Okay. Deswegen ist er kaputt. Was ist das? Ein Radio. Erinnert mich an die Anlage im Wald. Nur in einem weit größeren Maßstab. Ach du Scheiße, ich verstehe. Okay, hätten wir vielleicht doch erst auf dem Planeten landen müssen. Damit wir wissen, wo wir den Strahl hin justieren müssen. Wow. Das ist ein großer Maßstab, ja. Da gebe ich ihm recht. Okay. Cordova sagte, es gibt Aufzeichnungen eines Besuchs von Dagon in einem Labor auf diesem Mond. Das sieht nach Crees Handwerk aus. Immer schön nach Loot gucken. Glauben Sie wirklich, dass hinter dem Abyss etwas ist? Santari Cree ist der Meinung. Ich nehme an, das reicht dem Rat. Wäre möglich. So, warum kann ich das nicht aktivieren? Okay, also nicht in diese Richtung. Jupp. Yep. Kaput. Kaput. Mal hier hoch. Gucken wir uns hier mal um. So, ein bisschen balancieren. Mann, was ein Rohr. Tadam. Oben war nichts, ne. Da geht's nicht weiter. Oder ist da was versteckt? Ne. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Ort nach so langer Zeit funktionsfähig ist. Da ist überhaupt nichts funktionsfähig. Wir müssen dieses Labor finden. Außer Licht. Okay. Jetzt haben wir zumindest mal die Abkürzung. Da brauchen wir noch
nicht zu meditieren. Das zu. Dann betreten wir mal die Burg. Oh, ja. Sektoren 5 Danke, Zeus. Bis 9 außer Betrieb. Sektoren 1 bis 4 in Betrieb. Werkstatus aktiviert. Gerade bei dem Wetter ist es so wichtig, ne? Alles klar, Zeus, hau rein. Hau rein. Danke fürs Vorbeischauen. Sieht schon geil aus, ne? Kannst echt nichts sagen. Gerade mit dem Nebel, ne? Oder Dunst oder Rauch, wie man es nennen will. Alter, was hat der sich da für ein Schnitzel bestellt? Oder? Die Packung da auf dem Boden. So kommt mein Rahmschnitzel an. Immer dieser Dunst im Spiel. Ja, das sieht voll krass aus, oder? Also ich hoffe, ihr könnt das so einigermaßen sehen wie ich. Und oh, cool. Guck mal, Lichtschwert. Aber nie eine Antwort gekriegt. THC-Wolken. Tetrahydrocannabinol. Ja, guck mal, wie geil, oder? Schön. Auch die Spiegelungen auf dem Metallboden, ne? Ja, da hat sich schon ein bisschen was getan. In den letzten Jahren. Das muss man einfach mal so zu. Oh, Gott, Alter. Du Pisser. Du hast mich erwischt. Mich hast du erschrocken, du Döspaddel. Mach doch sowas nicht. Wir haben auf uns gewartet. Alter. Ein Raider-Veteran. Ach, guck mal hier, da haben wir eine Abkürzung. Ja, aber... Na doch, wir gehen einfach mal gucken. Vielleicht ist hier einfach nur Loot. Oh mein Gott. Ah, da steht nämlich jemand. Okay. Können wir den von hinten erschrecken. Ich erledige ihn. Dafür habe ich trainiert. Dann wird Ravis mich belohnen. Er wird mir den Plan verraten. So dann. Hey. Wir suchen irgendwas. Also hätte ich hier gar nicht durchgekonnt. Doch, oder? Doch, ja. Aber ich glaube, da vorne war auch Loot, ne? Hier links. Aber vielleicht ein bisschen sieht unangenehm. Sieht für mich ziemlich aktiv aus. Ich glaube, da kommen wir ein andermal wieder. Okay. So, irgendwas zu holen. Da geht's hoch. Geht's hier rein? Da geht's rein. Nee. Mich auf. Fahrstuhl? Ja. Aber ich habe tatsächlich einfach nur mal so geguckt auf eBay nach 40 Zoll Fernsehern und Monitoren. Aber das sind so alte Kackdinger. Da machst du kein Schnäppchen.